buy you roses. Was machst du denn da? Ich überrasche Coco mit dem Drei-Gänge-Menü. Schön für Coco. Ja. Was macht die Bewerbung an der Sporthochschule? Die hat Coco schon runtergeladen. Liegt da vorne auf dem Tisch. Hat sie das? Ist ja schon alles ausgefüllt. Warum hast du das noch nicht abgeschickt? Jetzt komm nicht wieder mit deiner Vorstrafe. Darüber haben wir doch schon längst gesprochen. Ich weiß. Wenn du Pech hast, wirst du abgelehnt. Dann hast du es aber wenigstens versucht. Ich dachte, die Sporo ist dein großer Traum. Sag mal, was ist eigentlich dein Traum? Jetzt lenk mich ab. Nein. Auf der Jagdhütte, da haben wir über mein ganzes Leben gesprochen, aber von dir weiß ich gar nichts. Wovon träumst du? Von gar nichts. Komm schon, jeder hat doch irgendeinen Traumberuf. Traumberuf? Ne? Hab ich nicht, echt nicht. Nie gehabt. Kann mich nicht dran erinnern. Du bist echt ein komischer Kerl. Soll ich wieder gehen? Hey, Süße. Ich hab dich gar nicht kommen gehört. Na? Was wird das denn hier, wenn's fertig ist? Ach, ein romantisches Kennenlern-Dinner für uns zwei. Sollte eigentlich eine Überraschung sein. Du bist ja verrückt. Aber auch erst, seit ich mit dir zusammen bin. Ja, tja, ich lasse euch dann mal allein bis morgen. Ciao. Er ist echt ein super Kumpel, dass ich das nicht früher gemerkt habe. Echt Fortschritte, ihr merkt, wenn wir alleine sein wollen. Ja, ganz toll. Zum letzten Mal. Entweder du ziehst jetzt zu mir und überlegst dir, ob du mit den beiden überhaupt noch zusammenbleiben willst, oder du suchst dir eine eigene Wohnung. Ich krieg das schon irgendwie hin. Ich stinke wie eine angefaulte Gemüsezwiebel. Echt widerlich. Hast du Bock, irgendwo ein paar Mojitos zu kippen? Klar, gerne. Wenn du mich so mitnimmst. Ich muss dich ja nicht küssen. Bis morgen. Amüsiert euch schön. Tschüss. Und? Tschüss. Ciao. Morgen. Morgen. Sieht ja aus, als hätte ich ein Auto überfahren. Fühlt sich eher nach einem LKW an. Sieht so aus, als hätte da jemand einen schönen Abend gehabt. Das sieht nicht nur so aus. Schön, dass ihr euch wieder zusammengerauft habt. Bis später. Ciao. Was ist mit dir los? Ich habe, glaube ich, ein paar Mojitos zu viel gehabt. Aber erzähl mal, wie ist denn dein Überraschungsmenü für Coco gelaufen? Der Hammer, behauptet sie zumindest. Aber ich glaube, am besten hat dir der Nachtisch geschmeckt. Im Bett. Hat sich der Einsatz ja wenigstens gelohnt. Ja. Frühstück! Komm rein. Hast du schon Kaffee gemacht? Da vorne steht die Maschine. Was will die denn hier? Sag mal, geht's noch? Olivia ist mein Gast, also spar dir deine blöden Kommentare, okay? Der blonde Kellner, der stand auf dich. 100 pro. Der mit der Elvis-Gedächtnislocke. Ich fand den süß, du nicht? Nach dem Friseurbesuch vielleicht. Ja? Oh, Herr Timo. Klar können wir uns noch mal treffen. Nee, im Moment ist schlecht. Keine Ahnung, ich rufe dich an, okay? Ciao. Wer war denn das? Dein Freund? Ein guter Bekannter. Hat 2-3 Mal hier gepennt. Nur hier gepennt oder mehr? Wir hatten Sex, falls du das meinst. Ich will alle schmutzigen Einzelheiten. Er küsst ganz gut. Dann gehört er wohl zur aussterbenden Rasse.
Er ist einfühlsam. Sag mal, warum sind eigentlich die besten Typen immer schwul? Du musst gar nicht sagen, er weiß immer genau, was du meinst. Bist du dir sicher, dass er mit Frauen nichts anfangen kann? Sag mal, musst du dich immer überall einmischen? Merkst du eigentlich nicht, wie du den anderen Leuten damit auf den Keks gehst? Ach, du bist doch nur neidisch, weil sich niemand für den Blümchensex mit Christian interessiert. Du kotzt mich an. Oh, oh, oh. Coco. Kannst du mir mal sagen, warum du Coco so provozierst? Ich hab doch überhaupt nichts zu ihr gesagt. Einfach so rastet Coco aber nicht so aus. Wir haben uns völlig harmlos unterhalten. Plötzlich kommt Coco und macht Olivia blöd an. Ich krieg schon raus, was hier gelaufen ist. Christian tut alles für mich. Seit ich keinen Job mehr habe, lebe ich auf seine Kosten. Und was mache ich? Ich verliebe mich in seinen Mitbewohner. Warum kann ich Olli nicht einfach vergessen? Tut mir leid, aber in Dreiecksbeziehungen bin ich so ziemlich der schlechteste Ansprechpartner, den du dir vorstellen kannst. Sorry, ich wollte dich echt nicht damit nerven. Das hast du auch nicht. Trotzdem danke fürs Zuhören. Kein Problem. Warum beklage ich mich eigentlich? Ich bin doch selbst schuld. Warum habe ich ihn geküsst? Ich bin doch mit Christian zusammen. Wen hast du geküsst?